Hallo, mein Name ist Johannes Fries von der Projector GmbH aus Leipzig und ich begrüße euch heute zum ersten YouTube-Tutorial überhaupt zum Thema Affiliate-Marketing. In der ersten Serie unserer Reihe geht es heute um Affiliate und deren Geschäftsmodelle. Content-Websites bilden die Basis im Affiliate-Marketing. Sie beschäftigen sich mit speziellen Themen, Unterthemen, sprich den sogenannten Nischen. Mithilfe von Webseiten, Blogs, Online-Portalen versuchen Affiliates, beispielsweise Modeblogger oder Blogger, die spezielle Banner des Merchants auf ihrer Seite einblenden oder Super-Affiliates, die ihre Nischenseite extra gebildet haben, um diese zu monetarisieren, den Merchant zu vermarkten. Der Vorteil von diesen Seiten ist, dass mittels organischen Suchmaschinenplatzierungen sehr zielgerichteter Traffic für den Merchant erzielt wird. Dementsprechend sind die Leads, Sales und sprich die Conversions sehr qualitativ hochwertig für den Merchant. Beispiele für sogenannte Content-Websites sind Was soll ich schenken oder hello-de. Fassen wir also Content-Websites aus Sicht des Merchants zusammen. Diese liefern qualifizierten Traffic und zeichnen sich durch eine gute Neukundenrate aus. Dadurch, dass sie sich auf Nischenpositionen im Suchmaschinenmarketing spezialisieren, sind sie ein wertvoller Partner und können somit für den Merchants Zielgruppen liefern, die er so nicht erreichen kann. Mit Preisvergleiche versuchen Affiliates Plattformen ins Leben zu rufen, mithilfe deren sie unterschiedliche Produkte von unterschiedlichen Merchants, sprich Online-Shops, kombinieren können und der Nutzer sich dementsprechend das Produkt mit dem günstigsten Preis heraussuchen kann. Als Beispiel hierfür kann Ladenzeile oder eben Idealo genannt werden. Preisvergleiche eignen sich vor allem für Merchants, die standardisierte und vergleichbare Produkte im Sortiment haben. Dabei bieten Preisvergleiche, ähnlich Content-Websites, einen entsprechend hohen Mehrwert. Kunden, die Preisvergleiche wie Idealo oder Ladenzeile nutzen, haben bereits ein konkretes Interesse am Kauf eines Produkts. Ähnlich Content-Websites liefern die Preisvergleichsseiten einen zielgerichteten und qualitativ hochwertigen Traffic. Die Conversion Rate ist, dadurch, dass der Nutzer eben sich schon für das Produkt interessiert, sehr hoch. Die Vergütung wird größtenteils nur auf CPC-Basis vollzogen, was natürlich aus Sicht des Merchants nicht immer optimal ist. Mithilfe des sogenannten Display-Marketing können auf reichweitenstarken Online-Portalen und Websites Werbeeinblendungen, sprich Banner und Logos gebucht werden. Entsprechende Geschäftsmodelle werden als Performance-Display bezeichnet, ein Mix aus Display-Advertising und Performance-Marketing. Dabei kaufen diese Affiliates Display-Werbeplätze auf entsprechenden Websites zu TKP-Kosten ein, um diese mit Werbemitteln des Merchants zu bespielen. Für jeden vermittelten Verkauf bekommen diese dabei eine Provision. Die ausgeschüttete Provision muss natürlich höher als der bezahlte TKP sein, damit sich das Performance-Display-Modell für den Affiliate lohnt. Dabei gibt es natürlich verschiedene Targeting-Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Pre-Targeting oder das Retargeting. Mithilfe des Retargeting können Affiliates natürlich den Besucher auf anderen Websites sozusagen verfolgen und ihm die Produkte, die er sich bereits im Shop angeschaut hat, nochmal präsentieren. Das Pre-Targeting richtet sich dementsprechend nicht an den Besucher, sondern an den potenziellen Besucher. Denn es wird versucht, den statistischen Zwilling eines Besuchers zu finden und ihm ein Werbemittel, sei es ein Banner oder ein Logo, des Merchants zu präsentieren und ihn somit auf die Seite des Merchants zu locken. Fassen wir also das Geschäftsmodell der Performance Display und Retargeting Affiliates zusammen. Mithilfe dieser können reichweitenstarken Display-Kampagnen bestenfalls auf CPO-Basis realisiert werden. Dabei können nicht nur ehemalige Besucher mithilfe des Retargetings, sondern auch potenzielle Besucher mithilfe des Pre-Targetings angesprochen werden. Wer die Geschäftsmodelle noch einmal genauer betrachten möchte, dem sei unser neues Affiliate-Marketing-E-Book natürlich wärmstens ans Herz gelegt. In unserem nächsten Video könnt ihr euch auf Geschäftsmodelle wie Gutscheinseiten, Cashback-Seiten und Dealpartner freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes.